Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu einer neuen weiteren Runde Call of Duty Black Ops 2 auf der Map Cargo Herrschaft mit dem edlen Gameplay-Spender Akabi 1919. Ja genau, jetzt habe ich ihn richtig ausgesprochen, sorry, war nicht richtig ausgesprochen. So. Erstmal herzlich willkommen wieder zurück zu einer neuen Runde hier mit der MTR sind wir dabei. Auf dieser Hafen-Map spielen wir jetzt hier und hauen mal ein paar Gegner in den Tod. Mit dem Commentary heute Hacker. Wie erkennt man sie? Wir alle haben doch schon mal Erfahrungen mit Hacker gemacht. Sind wir uns einig, ob es das jetzt bei GTA 4 war, zum Beispiel bei MW2 oder so. Es ist eine furchtbare Sache, was da abläuft und es ist leider aber auch so, dass viele Hacker beschuldigt werden, obwohl sie keine Hacker sind. Zum Beispiel, ich spiele ein sehr, sehr gutes Gameplay und dann plötzlich, kommen andere an und sagen, hey, du hast gehackt und so, obwohl ich dieses Gameplay ehrlich erspielt habe. Habt ihr wahrscheinlich alle schon mal erlebt, super geiles Gameplay erlebt, super geile Kills und plötzlich kommen die anderen an, hey, du scheiß Hacker. Da fühlt man sich doch ein bisschen verarscht, oder? Es ist ja so, es gibt ja auch Black Ops 2 auf dem PC. Da kann man ja, kannst du ja machen, was du willst. Und, ups, jetzt bleibt er da stehen. Komisch. Habt ihr das gerade gesehen? Der ist gerade stehen geblieben. Auf dem PC ist es auch, finde ich persönlich gesagt, schwierig, Hacker zu erkennen, weil PC immer so eine ganz komische Sache ist, finde ich. Auf der PS3, finde ich, man kann das relativ leicht erkennen, ob jemand hackt. Weil bei jedem, ja, PS3 halt, weißt du, wenn da irgendwas nicht richtig ist, dann ist es natürlich Hacken, auf jeden Fall. Was ich ganz schlimm finde, ist MW2, Leute. Modern Warfare 2, Mann, das kannst du gar nicht mehr spielen. Jedes fünfte Spiel, Leute, das sind Farben und Lichter, Leute. Da denkst du dir, wo bist du hier? Bist du in Las Vegas oder bist du jetzt hier irgendwo in einer russischen Tundra? Mein Gott. Ich war mal in MW2 in der Lobby, da waren Farben, Leute, das sind Punkte auf dem Bildschirm gewesen. 5 Millionen Punkte, XP plus 300.500 und Farben, Leute, Alter, Mama mia, da kriegst du einen leptischen Anfall, wenn du irgendwelche, keine Ahnung, Zuckungen hast oder so. Auf jeden Fall ist es wirklich eine verrückte Scheiße und man muss Hacker auf jeden Fall bestrafen. Was passiert den deutschen Hackern oder den Hackern allgemein? Nichts. Nichts, Leute. Es passiert den Hackern nichts. Muss mir keiner sagen, dass den Hackern irgendwas passiert. Da passiert, ganz ehrlich gesagt, nichts. Es wird auch keine... Die kommen auch nicht in den Knast oder so. Sondern die machen ihre Sachen einfach weiter wie gewohnt. Ich muss mal schnell gucken auf meiner Blockierliste. Ah, nee. Nee, nee, nee. Ah ja, das ist auch so einer. Das ist jetzt ein Faker. Der Schwetschke 90 ist ein richtiger Faker. Ich habe jetzt hier einfach mal ein paar Leute auf der Liste. Aber es gibt auf jeden Fall nicht nur hier einen Call of Duty Hacker, sondern auch einen GTA 4. Und da ist immer die Frage, ist das jetzt ein Hack, was da passiert, oder ist das ein Mod? Mod, also so Modifizierung so. Das ist bei GTA 4 leider so. Da werden sehr oft Mods eingesetzt. Das bedeutet, dass einfach Sachen in das Spiel hineingebracht werden. Ich war mal in einer Lobby. Das war vielleicht vor einem Jahr ungefähr. Da waren Teile von GTA San Andreas auf der Map verteilt. Das heißt, da war ein riesiger Berg von dieser Berg, was in San Andreas verfügbar ist, war mitten in der Stadt Liberty City reingemoddet auf der PS3. Und da denkt man sich schon, oh, what the fuck, was ist das? Ist das GTA 4 oder ist das GTA 5? Scheiße, denke ich mir da. Ja, ja. Habt ihr auch das Gefühl, dass jetzt an schon zwei Stellen das Spiel plötzlich blockiert ist? Ich gucke hier auf meinen Bildschirm, auf meinen Laptop, und dann merke ich doch tatsächlich, dass irgendwas hier ruckelt. Ich hoffe, ihr seht das nicht. So, gucken wir mal zum edlen Gameplay-Spender. Er hat schon 20 Kills erwirtschaftet und ein Hust, zwei Tode, eine Eroberung. Alter, das ist doch mal ein super schönes Gameplay, das du hier gespielt hast mit der MTR. So, gehen wir mal weiter zu den Hackern. Habt ihr vielleicht Ideen, wie man Hacker erkennen kann? Ich persönlich habe jetzt so keine Vorstellung, wie man so einen typischen Hacker erkennt.
Bewegt er sich anders oder sieht er anders aus? Läuft er schneller? Ich habe da keine Ahnung. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich sag nur ciao, Leute, bis zum nächsten Mal. Euer TwoGamesCom auf der PlayStation 3, ein 102 zu 64 stoppen und ich sage nur eins. Danke. Ciao.